Freunde, wir sind hier in einem IKEA, aber in keinem normalen IKEA. Das Licht ist gerade ausgegangen. Und wir stecken jetzt hier fest. Emmy, wo bist du? Emmy! Pass auf! Warum ist das Licht ausgegangen? Was geht hier ab, Junge? Nacht 14. Weil es eigentlich bei Tag ist. Weil es nicht bei Tag ist? Und was machen wir jetzt? Schnell Lampe mitnehmen. Wie Lampe mitnehmen? Ey, warte mal, wie machst du das? Wie nehme ich die Lampe mit? Ich weiß nicht mal, wie das geht. Warte mal so. Und. Aber gibt es eine Anleitung am Computer? Okay, Leute, so, zack, hier entlang. Ey, Emmy, du musst uns hier beschützen, okay? Was machst du? Machst du hier eine Höhle oder was? Ja, was sonst? Okay, cool. Ich habe jetzt die Lampe auch hier platziert. Leute, wir müssen eine Höhle bauen, bevor hier irgendwelche Monster kommen. Ich habe gehört, hier kommen ganz, ganz schlimme Monster in der Nacht. Und Emmy, erklär mal, was hier passieren wird gleich. Was hier passiert. Also, im echten IKEA, in der echten Welt, da gibt's ja diese Verkaufsmenschen da, also die halt immer die Sachen verkaufen. Oh ja, ja, und ich weiß, ja. Die Wächter. Die dort arbeiten im IKEA, ja? Und die Wächter, die sind verrückt hier, oder was? Ja, wenn man so will. Und die wollen uns halt so vertreiben. Und wenn wir von denen erwischt werden, dann töten die uns. Was? Ey, sollen wir nicht lieber einen Ausgang finden? Nee, das dauert sehr lange. Erstmal müssen wir essen und so finden. Also geht das hier richtig lange, oder was? Und nachts ist es halt am schlimmsten. Okay, ich sehe da hinten ist, glaube ich, ein Ausgang oder sowas. Oder leuchtet... Nee, das ist eine Lampe. Ups. Okay, also ja, der Ausgang leuchtet so ein bisschen. Der Ausgang ist hier irgendwo an der Seite, oder? Okay, aber ich sehe keinen. Nicht unbedingt. Ich habe schon mal die ganze Seite durchgesucht. Hab keinen Ausgang gefunden. Okay. Ey, aber bisher sehe ich noch keinen Wächter. Also, sie läuft schon mal gut, Leute. Lasst mal ein Like da und ein Abo, damit wir das Ganze hier heute überleben. Können wir hier auch eine ganze Wand mitnehmen? Schade. Nee, das können wir nicht mitnehmen. Aber wir können mitnehmen. Ein Bett mitnehmen, dann können wir zumindest schlafen. Kann man das auch überhaupt hier im Spiel? Nee, schlafen können wir nicht. Oh, ups. Okay, egal. Ich platziere das Bett einfach hier vorne. Sicherer. Aber kann man hier auch so, so runtercrawlen? So sozusagen sneaken? Yes. Aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich weiß die Steuerung nicht. Nein! Wie komm ich da überhaupt noch rein? Ich komm da gar nicht rein. Ich bin zu dick. Hallo, Hilfe! Ich komm rein. Tutorial. Inventory. Okay, ich muss mir das Tutorial anschauen. Ich hab was gehört. Hast du gehört? Ich hab gepfiffen. Warum hast du gepfiffen? Ich steck fest. Oh nein. Oh nein. Okay, warte mal, Leute. Was kann ich hier schauen? Grab the warte, ich mach's mal sicher und du schaust währenddessen. Okay. Ich bin hier drin auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie ich hier runter sneake. Wie sneak ich hier runter? Wie geht das, Abby? Hilfe! Okay, warte. Ich muss kurz... Am Handy gibt's einen Knopf, aber am Computer keine Ahnung. Ja, okay. Dann muss ich kurz die Steuerung mir anschauen. Hier ist das Inventar. Ich habe nichts im Inventar. Warum pfeifst du? Warum willst du, dass die hier hinkommen? Ja, nee, da werden die Wächter dann so rot. Da sieht man dann, ob hier in der Nähe welche sind oder nicht. Wie hast du überhaupt gepfiffen? Okay, ich habe herausgefunden, wie ich sneaken kann, Leute, mit C. Okay, das ist schon mal sehr gut. Oh, zack, man ist hier auch in der First Perspect. Habe ich die umgekickt? Nee, doch nicht. Was passiert? Alter, ich komme hier gar nicht mehr raus. Ey, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Hilfe! Lass uns mal rausgehen. Wir brauchen Essen. Ich brauche Essen. Wir haben Hunger langsam. 88%. Aber eigentlich. Ich hab gerade was getrunken. Wie lange geht so eine Nacht? Wie lange geht so eine Nacht? 10 Minuten. Also es wird auf jeden Fall schneiden. Ich hab gerade gepfiffen, und ich habe keinen gesehen. Also ich habe eben einen Wächter gesehen, als es tagsüber war. Also man muss auf jeden Fall das Video am Ende schneiden. Ja. Weil sonst ist so locker eine halbe Stunde oder länger. Ist wieder tags geworden. Oh mein Gott, es ist Tag, wie geil. Es ist tags geworden. Und wir haben nicht mal einen Wächter gesehen, wir haben es überlebt. Und du meinst, die Wächter wären erst am Tag 20? Ja, okay, dann ist jetzt alles gut. Was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt einen Ausgang suchen oder was machen wir jetzt? Ausgang suchen und Essen suchen. Ich habe noch eine Wasserflasche und 4 Zitronen. Okay, wir machen hier mal ein bisschen Action, Leute. Ich bin hier vorne, ich habe kein Essen. Ich habe eben eine Coca-Cola oder sowas gesehen, aber ich dachte, ich kann das gar nicht benutzen. Komm mal, ich habe was gefunden. Wo hast du Essen gefunden? Okay, Leute, also wir suchen jetzt Essen. Wir sind auf der Suche nach Essen, Junge. Wir sind im riesigen Ikea. Hier ist Trinken und Essen. Lol, wie geil. Okay, warte mal. Kann ich das aufheben und jetzt... Wie kann ich das benutzen? Das kannst du aufheben. Es gibt da am Handy so einen Knopf, da wo man draufdrücken muss. Das ist dein Inventar. Ah, okay. AF Store. Okay, jetzt habe ich es im Inventar. Jetzt kann ich es essen wahrscheinlich, oder? Consume. Okay, ich habe es gegessen. Oh, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Let's go, lass das alles in unser Inventar packen, oder? Würde ich sagen. Komm, ich packe das. Ja, wir müssen das auch ein bisschen aufteilen. Komm, wir packen. Weil wir haben bald nur 16 Sachen können wir nur mitnehmen. 16 Sachen, okay. Ich hab schon 6 Sachen habe ich schon dabei. Wasser brauchen wir auch, oder? Was mit Energie? Ich hab schon 14 Sachen. Ich brauche Wasser, ich muss Wasser trinken. Wasser ist am wichtigsten. Kannst du mir mal Wasser geben, damit ich was trinken kann? Consume, zack. Okay, ich habe das getrunken. Ich brauche noch mehr Wasser. Ey, ich bin voll durstig, aber Wasser ist doch das Wichtigste eigentlich immer. Hier vorne ist auch noch mehr. Hier ist nur noch mehr. Und hier ist Ben & Jerry. Let's go, ich esse das. Ist ein Eis essen. Ich hab aber egal. Ich hab nur noch für zwei Sachen Platz. Jetzt müssen wir auch mal Arztkoffer finden. Arztkoffer, damit wir uns heilen können. Okay, das machen wir auch, Leute. Bevor es gleich nachts wird. Wenn es nachts wird gleich, Leute.
Dann wird's richtig schlimm. Dann müssen wir uns wieder eine Base bauen. Und ich habe Angst vor der Rotjacht. Okay, die sieht echt scary aus. Nimm mal hier vorne Wasser noch mit. So, zack, zack, zack. Was ist das hier für ein Spielzeug? Das ist voll gruselig. Energie verliert man so schnell, aber Hunger verliere ich überhaupt nicht. Fällt mir gerade auf, ne? Wenn wir zum Beispiel jetzt eine große Base zu bauen, wo wir immer wo wir größtenteils jedenfalls immer zurückgehen, in der Nacht, da können wir da einfach so einen Punkt setzen. Dann wissen wir immer, wo diese Base ist und verlaufen. Ich sehe so einen Wächter, ne? Alter. Ja, der ist scary. Ey, warte mal, wenn es. Hä? Ich dachte, der ist nett. Ja, keine Ahnung, warum der mich gerade haut, aber ja, was soll's. Also, ich glaube, in der Nacht wird der erst richtig böse, oder? Yes. Okay, ich sehe ihn, Alter, der verfolgt uns, Junge. Ey, wenn es jetzt nachts wird, ne? Wenn es jetzt nachts wird, dann will der und dann nimmt er uns hops. Ey, hier könnten wir eigentlich so theoretisch eine Basis bauen, oder? Oha, was hat der? Lass mal da hochgehen. Der hat so eine Leiter hier hochgemacht. Jo, der hat hier voll die krasse Basis. Was? Die ist ja übel cool. Ey, lass uns einfach in seiner Basis chillen. Komm, let's go. Ey, er ist einfach ein ganzes Haus hier gebaut, Leute. Schaut euch das an. Hallo. Hallo, du. Oh mein Gott, diese Lokomotive ist gruselig. Ah, wir könnten ja auch eigentlich theoretisch hier ganz, ganz viel Essen hinbringen. Hier oder in die Basis rein. Wenn wir so eine Basis haben. Ja, das glaubt ihr dann ja wahrscheinlich. Sollen wir eine eigene Basis bauen? Oder? Also ich finde die eigentlich hier eigentlich schon richtig gut, ne? Wir können hier eigentlich einfach bleiben. Keine Ahnung. Aber sollen wir nicht einfach den Ausgang finden? Ist der auch tagsüber? Findet man den auch tagsüber? Ja, ich finde es nur ein bisschen ungerecht, wenn wir jetzt jemand die Basis bauen. Ich meine, dafür hat er bestimmt so 20 Minuten gebraucht. Ja, egal. Ist nicht mein Problem. Ich will hier überleben. Ah, ich bin runtergefallen, hab völlig Hunger verloren. Ich hab meinen Namen vergessen. Ich zum Falschschaden, als ob. Leute, ich bin... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alter, ist nachts wieder geworden. Warte, komm. Pass auf. Da. Lass du da einen Basis da gehen. Komm. Wo geht's hier hoch? Es ist dunkel, ich sehe nichts mehr. Einfach geradeaus und dann ist da eine Leiter. Oh, lass uns schnell hoch, das ist hinter uns. Hilfe. Oh nein. Ist alles gut? Der ist auf der Basis, die Basis ist überhaupt nicht sicher. Die Basis ist überhaupt nicht sicher. Wir haben auch nie gesagt, dass die Basis sicher ist. Jo, aber doch, die ist sicher, der kommt da gar nicht durch. Die ist schon ein bisschen sicher. Guck mal. Oh. Hä? Was geht bei dem Wächter ab, Alter? Boah, ich bin runtergefallen. Ah, Hilfe! Alter, ich krieg Schaden! Pass auf, Abby! Oh mein Gott. Ich muss essen, ich muss trinken. Junge, was geht bei dem ab? Der sagt die ganze Zeit, excuse me, the store is now closed. Der sagt, der ist zu jetzt. Oh nein, er kommt auch zu. Hier kommt er niemals hin, Alter. Hier kommt er niemals hin. Und was hat die hier für eine coole Basis gebaut? Wir sind hier einfach komplett sicher, ne? Das ist schon OP. Ey, dann lass uns einen Ausgang finden. Weil ich meine, die Wächter sind eh langsam, die können uns eh nichts. Komm, lass uns den Ausgang finden. Leute, wir müssen langsam, den Ausgang finden. Langsam, ich hab kein Leben mehr, Bro. Lass einfach den Ausgang suchen, Leute. Ey, wir suchen jetzt den Ausgang, wir wollen hier raus. Ey, Leute, wir müssen hier irgendwie entkommen. Wo ist der Ausgang? Ey, aber sollen wir uns lieber aufteilen und den Ausgang suchen? Ist doch eigentlich besser, oder nicht? Alter, was ist das hier vorne? Ja, aber der oder die andere ist mit. Keine Ahnung. Alter, das ist ein riesiger Turm, Junge. Was? Oh, das ist ein Wächter. Pass auf, das ist ein Wächter. Oh nein. Renn. Coordinates. Oh mein Gott. Oh, da ist doch einer hinter mir. Hilfe. Oh nein. Ich muss jetzt nur hoffen. Oh mein Gott, ich hab so kein Leben mehr. Renn weg. Renn um dein Leben. Um Medkit, wir wollen Medkit. Wir können jetzt nur hoffen, dass gleich Tag wird. Warum? Wenn die uns jetzt nicht mehr loslassen. Renn doch. Hier vorne ist eine Basis. Komm schnell rein. Schnell. Ah. Okay, hier. Hier, wir verstecken uns hier. Okay, Leute, alles gut. Ey, das war knapp, Junge, Ich muss wieder was essen und trinken. Junge, man will jetzt so viel trinken, ne? Emmy, pass auf! Komm hoch! Oh doch, ich seh die, die kommen. Ey, da sind ja richtig viele Wächter. Da vorne ist einer. Da hinten sind drei, ne? Emmy, pass auf, bei hier sind drei Wächter. Alter, ich renne da auf jeden Fall weg. Emmy, ciao. Ciao, du bist jetzt auf dich alleine gestellt. Da sind ganz viele Wächter bei dir, drei Stück oder so. Ich suche den Ausgang, es ist unmöglich. Ich bin gestorben. Nein, kannst du jetzt nicht mehr respawnen. Ey, ich weiß nicht, was du meinst. Hier vorne ist ein... Oh, Alter. Hier vorne ist ein Fernseher. Ich kann den Fernseher einfach ausmachen. Lol. Mal sehen, wer ich hab ein Medkit gefunden. Ich habe ein Medkit gefunden, ich benutze das jetzt, glaube ich. Zack. Let's go, lass uns das benutzen. Ich laufe hier die ganze Zeit rum und ich finde gar nichts. Ich finde gar nichts, Leute. Ich brauche einen Ausgang. Ich laufe hier an der Wand rum und ich suche einen Ausgang. Ey, Leute. Ich glaube, wir werden den Ausgang niemals finden. Ich sehe, wo du lang gelaufen bist. Ey, Leute, wenn ich jetzt einen Ausgang nicht finde, ne, dann reicht's mir, Alter. Dann gehe ich raus und wir machen eine zweite Folge. Weil ich finde gar nichts hier, Junge. Der Ausgang ist nicht... Ich glaube, es gibt keinen Ausgang. Emmy hat mich angelogen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwann mal hier in diesem Spiel einen Ausgang gefunden habt. Ich habe jetzt keinen Bock, noch in der Nacht hier zu sein, Junge. Dann werde ich noch aufgefressen. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich diese Medkits hier benutze, weil irgendwie passiert nichts, wenn ich da drauf drücke. Es reicht, Leute.
Ich will zum Ausgang und ich finde ihn nicht. Das ist hier der. Ich will hier keinen Ausgang finden. Junge, der Aus. Es ist unmöglich hier, Junge. Das ist der größte Kerl, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Jo. Guck mal hier. Guck mal, am Tag sind die nett. Okay, ey Leute, lasst ein Like da, ob ihr könnt, aktiviert die Glocke gerne. Wir werden jetzt erstmal hier vorne den Ausgang weiterfinden. Und wenn wir ihn finden, dann melden wir uns in der zweiten Folge. Und ciao, ciao, Leute. Drückt auf die nächste Folge. Let's go. Ey, das wird, glaube ich, nix.